Und guten Tag zu einer neuen Runde Minecraft mit unserem Victim of Games und unserem Christian, den Phoenix Darko. Musste kurz nachschauen. Guten Tag, ich begrüße euch zwei herzlich zu einer neuen Runde Minecraft. Doch. Hi. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, ich habe einen Skelett-Spawner gefunden. Ja, ich habe einen Skelett-Spawner gefunden. Oh. Wo treibst denn du dich schon wieder rum? Oh, Melonenkerne, Gold. Diamanten, Pferd, Rüstung, steht durch. Das kann ich gar nicht wegmachen, scheiße. Okay. Bad Alter. Theoretisch noch ein Haus hier unten hinbauen oder was war man da unten hin? Oh. Ah nee, gut, das machen wir anders. Der Phoenix Darko ist auf Erkundungstour und das Honey, was treibst du? Ich bin gerade in mein Haus und gucke jetzt gerade was nach. Du hast sowieso erstmal bei mir verschissen. Theoretisch nicht mehr. Dani hat mich nicht mehr lieb. Ja, na, wenn du so eine Scheiße machst, Junge. Boah, wäre das in der Höhle passiert? Boah, ich glaube, ich hätte den Kopf abgerissen, das kannst du auch wissen. Dann nehme ich die rechte wieder weg, das ist Fakt. Sein, wieso sterbe ich jedes Mal? Mach ich denn das, baue ich da unten jetzt noch einen Keller rein? Obwohl, könnte ich eigentlich theoretischerweise, könnte ich doch. Ja doch, genau, ich mach das jetzt so, genau. Aber Doch, das wohl danke, dass du mich drauf gebracht hast, Dani. Geht nicht mehr aus dem Kopf. Aber M? Das ist ein tolles Ding, gell? Aber M? Put, Hühnchen. Was? Nein. Okay, mach jetzt am besten, machen das mal hier so und machen das so, ne? Und gucken jetzt nochmal hier unten. Wir haben jetzt einen extra Höhleneingang, wo wir hoffen, dass hier oben kein Sand runterkommt. Das wäre schmerzhaft. Bis jetzt kam kein Sand. Ah gut, hier ist Gestein. Ich höre ja immer irgendwas hier unten rum. Jetzt ja immer. Muss ja irgendwas hier sein. Das werden wir uns jetzt mal genauer betrachten, was da hier unten sich abspielt. Unter meinem Haus. Bessere Frage ist, möchtest du das überhaupt wissen? Ja, ein kleines bisschen schon. Könnte ja auch etwas sehr Ekliges sein. Na, was denkst du da jetzt schon wieder? Beispiel? Ja, keine Ahnung, eine Zwingerparty von Zombies, Hexen und Creepern. Alles klar. So, wenn du meinst. Ist unmöglich. Was tut mir das gerade, mein Inventar ist schon wieder beknackte voll mit irgendeinem Scheiß. Oh Mann. Oh, ich sollte erstmal nach Hause und alles ist mir verstauen. Ich möchte gar nicht wissen, was du jetzt alles schon dabei hast. Ja, ich habe ein Dings gefunden. Spawn. Ja, ich habe schon gehört. Und da war eine Kiste mit 3 Goldbarren, 3 Millionenkerne und 2 Diamantenpferderüstungen. Okay, cool. Und ein Sattel. Arsch wie verrottetes Fleisch, aber naja.
was vergessen hier auszurüsten. Gesundheit. Gesundheit. Ich habe mal wieder nicht mitgedacht, aber nee, egal. Neue Kiste bauen. Ich muss nochmal hoch. Eine Spitzhacke bauen. Das brauchen wir auch erstmal nicht. So, hier noch vom Müll drin. Das. Stein. Die Erde kann auch aus, die brauche ich erstmal nicht. So, gehen wir mal weiter runter. Schauen wir, was uns da vielleicht erwartet. Ich sehe zwar bis jetzt noch nichts. Ah, fucking Skelett. Ganz ruhig, Brauner. Ganz ruhig. Hihi. Okay, dann bauen wir jetzt erstmal hier lang. Ich hörte, hier hörst du schon irgendwo die Fledermäuse rumgurken. Ist auf jeden Fall irgendwo hier vorne sein. Licht hier wieder. Was haben wir hier? Ich habe schon mal Eisen auf jeden Fall bei mir gefunden. Das ist ja schon mal gut. Fein, die Adern, die sind echt viel größer, Alter. Wenn ich da überlege, was ich hier schon wieder abbaue gerade. Daniel, wenn du noch mal Zeit hast, kannst du mal ein Schild bauen. Ja, kann ich. Also nicht, nicht das, also so ein Türschild, weißt du? Ah, du meinst so ein Schild zum Beschriften. Ja, genau, weil ich will hier oben eine Tür reinmachen für die Mine extra. Okay. Weil kann ich machen. Dann hätte man nämlich da schon ein bisschen Schutz, falls doch mal der Viech unten noch rumwuseln. Habe ich dir gemacht. Ja. Ist in meinem Inventar. Ist nur die Frage, wo ist die Mine? Was ist der Mineingang? Ist gleich irgendwie vor mir. Kommt bestimmt gleich Wasser hier. Dann muss ich mal schauen, wo ich bin. Okay. Das wird auf jeden Fall immer lauter. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 rüber muss ich noch. Sag mal, wo sind denn die? Ich höre sie die ganze Zeit rumbläschen wie blöde und trotzdem sehe ich keinen. So, von hier drüben. Oder? Ist doch gut jetzt,
Okay, da ist schon mal wieder Erde. Und wird gleich verrückt. Ich hab mich verlaufen. Wie habe ich das jetzt geschafft? Ich war hier gleich verrückt. Es sieht so hier. Darf doch wohl nicht wahr sein. Wo sind sie nur? Jetzt mal gut mit eurem zwei Zombies, ein Skelett. Ich krieg dich. Panik. Einschließen. Einschließen. Er hat mich gerade durch die Tür getötet. Das ist deine Wahrheit. Das ist krass. Warum spawn ich nicht? Oh, schreck mich doch nicht so, Alter. Sag das nächste Mal Bescheid. Oh, jetzt hab ich gedacht, es steht doch immer irgendwas vor mir. Da ist der Zombie, alles klar, jetzt gibt's aufs Maul, Junge. Dickfett vors Fressbrett, Junge. Huhuhu, ja, kommst du nicht rein? Okay, hier. Alter, oh, Mini-Zombie. Was ist denn hier noch los? Voll geil, meine ganzen Erfahrungspunkte sind ja auch noch weg. Oh, nee, ich krieg's kotzen, ey. Die sind für unser Level jetzt noch nicht so. Das ist mir scheißegal. Geht ums Prinzip. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder hoch. Ja, da kommt Wasser. Okay, jetzt habe ich die Höhle schon mal entdeckt. Schlimm. Anni, wo stehst du gerade, wenn ich dich fragen darf? In meiner Hütte. Okay, du musst in Norwegen rüber. Ach du Scheiße. Na super. Okay, das müsste eigentlich erstmal reichen. Was passiert auch nur mir? Ach komm, jetzt verreck doch. Okay, dann wieder runter. Die hat der Hanni jetzt zugebaut, oder? So, okay, dann laufen. Laufen wir mal hier rein, gucken mal. Das ist super. Okay. Ah. Darf ich Hannis Werk zerstören? Was? Alles gut. Ich hatte bloß kleine Probleme. Was für Probleme? Ich bin in die Höhle gefallen. Ich hab's schon wieder repariert. Du bist manchmal echt so richtig tollpatsch. Ich weiß. Ich doch nicht gleich. Richtig guter Chaos. Ist eine Wein. Aber das Gute daran ist, es wird nie langweilig. So. Das ist hier Wasser. Aufpassen, da geht's zur Höhle runter. Das ist ein Skelett, okay.
der anderen Seite, was ist da? Was? Wieder so ein Mini-Zombie, Alter. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Verpiss dich, du Lappen. Hier hat man seine Ruhe, das gibt's ja wohl nicht. Gesundheit. Gesundheit. Ah, da steht ein Enderman. Ich hab nicht angeguckt, ich hab nicht angeguckt, ich hab nicht angeguckt, ich hab nicht angeguckt, ich hab nicht angeguckt. Bitte, 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 ich hab nicht angeguckt. Nee. Hab's genau gesehen. Ich hab nicht angeguckt, gut. Was denn? So, schön nach unten gucken und nochmal auf die Beine schlagen. Wo ist er? Wo ist er hin? Da immer noch Wasser. Da hinten steht er. Guten Tag! Hab dich getötet! Oho. Da drüben ist cool, da explodier. Ich hab's gehört. Okay, das ist echt eine ganz schön große Höhle. Heute ist er fest. Okay, dann haben wir das erstmal so weit, erstmal hier erkundet. Dann werden wir uns erstmal wieder um Essen kümmern. Ja, da was. Ich brauche nämlich wieder Nahrung. Dumme ist, ich muss nur das. Ach, nein, krasse Blöde bin ich manchmal echt. Oh mein Gott, ey. Wo bist du gerade, Hanni? Ich versuche gerade hier, warte mal, noch was zu machen. Könnten wir die Tür hier hinbauen, ne, und hier oben machen wir das zu. Genau. Was machst denn du? Hm? Bist du warte mal kurz. Bist du schon wieder da unten? Dürfte ich an dein Haus umfuchteln? Wie rumfuchteln? Ich müsste einen zwei Steine entfernen. Warum? Ich möchte unsere Häuser verbinden. Irdisch. Was, wie? Hier unten oder was lang? Ja, ich komm her. Ich gehe durch deine und dann mache ich hier rechts zwei Steine raus und dann gehe ich nach unten. Hm, ja, mach von mir aus. Kannst du dir da anschauen, wenn es noch passt, kannst du wieder zumachen. Was wollte ich jetzt? Das hier, die vier. Okay, das ist ein bisschen mehr ausgeleuchtet. Hier. Okay. Das wird weggemacht. Schild hast du noch, Stein, das Beschriftungsschild? Ja, ja. Warte, ich werf's zu dir her.
Naja, hier drei Stück. Ja, danke. Und die Fackel bitte noch stehen lassen, die brauche ich zur Orientierung. Das ist schwierig. Sind die schüttern, ja. So, schreibt jetzt einfach mal Mine drauf. So, nächstes Projekt überlegen. Warum ist das hier schon wieder so zugebaut? Okay, das kommt ein bisschen weg, das kommt ein bisschen weg, okay. Und da verbreitern wir den Flussweg hier drüben einfach mal kurz. Oh Gott, Skelett. Ich verhungere. Bin gleich tot. Pippa! Warum? Skelett! Doppel warum? Warum immer ich? Okay, das haben wir. Man verhungert nicht mehr. Warum verhungert man nicht mehr? Das ist aber schon lang. Echt? Nee. Also meine Essensanzeige ist komplett leer, aber ich krieg keinen Schaden. Okay. Mysteriös. Alter, ich hab grad mal zwei Leben. Oh, es ist tot. Ha, bitte. Willkommen im Panik-Simulator. Wollt ihr schön chillig Skript meinen? Was passiert? Ich fall erstmal in eine Höhle rein. Das ist die Frage. Dann erst wieder in. Oh. Ich. Ja, 18 Stück habe ich davon noch. Okay. Okay. Anni, hast du noch was zum Essen? Nee. Ich schau mal, wie viele Brote übrig bleiben. 5 Stück habe ich. Zack, 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 zack. Liegen an der Treppe. Ja, danke. Musste eh gerade mal was essen. Das Dings muss bauen schon wieder scheiße. Wieder wunderbar. Okay. Habe ich jetzt hier noch Holz drin? Natürlich nicht. Scheiße, ich brauche auf Holz. Muss echt mal wieder auf Holzbeschaffung machen. Hier noch Holz drin. Ich hätte aber ein wenig Holz. Willst du was haben? Ja, warte, ich kann zu dir. Bin gerade hier so am rumfuchteln, um möglichst wenig zu zerstören. Gar nicht so leicht. Oh, jetzt funktioniert das auch nicht. So, Holz. Jo. Danke. Oh, jetzt bin ich wieder voll. Fuck. Was hau ich denn jetzt raus? Hab ich jetzt das Holz? Hä? Das ist das Holz. Ne, die hast du wieder eingesammelt, warte mal. Jetzt hat, warte mal, hier. Warte. Ja, nee, warte, ich will nur schnell hier die Erde raus tun und den Gladderadatsch. Hier ist der Abgang in Ordnung so, für dich. So, hab ich einmal frei. Ich wollte jetzt eigentlich theoretischerweise mal Sachen, wir hören jetzt erstmal auf für die Folge, weil wir sind schon wieder ganz weit voran mit der Zeit. Und ja, wie gesagt, wir haben hier schon wieder riesengroße Projekte vor, da wird hier irgendwas verbunden, der Daniel, der baut da und macht da und da
Phoenix Darrow, der spackt da irgendwo durch die Minen oder durch die Welt und wird verfolgt von irgendwelchen Verrückten. Und ich versuche, mir irgendwas Neues schon wieder einfallen zu lassen, was ich schon wieder hier unten mache. Ja, nee, wir bedanken uns auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen, egal wer auch immer es war. Wir bedanken uns bei allen, auch für die Likes oder sonst irgendwas. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Dreier gespannt Team, Phoenix Darko, das vierte Let's Play und Victim of Games. Ciao! Ja, ciao.